Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Palworld. Wir werden heute mal schauen, was wir so Schönes machen. Wahrscheinlich werden wir mal schauen, ob wir ins Schneegebiet gehen oder noch hier weiter erkunden sollen. Na, ich weiß nicht. Also der hier ist ja 38. Könnten wir versuchen. Wir können auch noch erstmal hier schauen, was hier so ist, weil da waren wir auch noch nicht. Oder wir gehen Richtung Norden. Frage über Frage. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hier einmal spicken. Ich denke nicht, dass da irgendwas Interessantes sein wird. Aber wer weiß. Vielleicht verpassen wir sonst hinterher irgendwas Cooles. Ich denke zwar nicht, aber ein Blick sollte doch drin sein. Ach, guck mal, ein Ei. Ja, und dann müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir bald mal die Base ausbauen. Ne? Also, das steht auf jeden Fall auch auf dem Plan. Okay. Ups. Vielleicht hätte ich mich mal umdrehen sollen, um zu schauen, ob da irgendwo noch Statuen sind. Davon brauche ich auch noch jede Menge. Sehr viele. Sehr, sehr viele. Okay, scheint aber nichts Interessantes zu sein. Warte mal, in die Richtung, ne? Oder? Ja. Alles klar, aber hier sieht es tot aus. Ich glaube, hier ist nichts. Ich hoffe, wir finden hier nochmal eine Schnellreise. Oh, warte mal. Warum ist sie groß? Elizabeth? Hä, war das nicht? Hä, warum ist die hier nochmal? Kann mir das einer verraten? Warum ist die auch außerhalb irgendwie? Keine Ahnung. Naja. Ja, super. Das hat ja gut funktioniert. Ich wollte mir eigentlich diese B-Guard holen und Elizabeth. Aber Elizabeth hat irgendwie keinen Bock auf den guten alten Ray. Komm. Sehr schön. Weil die doch einfach deutlich weniger leben. Aber dann kriegen wir bestimmt kein Dingens von ihr, oder? Wow, sieht aber gut leben. Keine antiken Teile, oder? Warte mal. Nix da. Ja, bleib mal da stehen. Ah, super. Ja. Gut, das war ein bisschen zu viel des Guten. Ja, läuft bei mir. Egal. Aber hier scheint nichts mehr Interessantes zu sein. Wir können jetzt noch da... Oh, warte mal. Eine Statue und den Kollegen brauchen wir doch auch noch ein bisschen. Ja, ja. Beruhig dich. Autsch. Er kickt mich einfach ganz frech runter. Und fangen wir den? Eigentlich brauche ich die Ladies da hinten. Ich treffe die einfach nicht. Die Frage ist nur, werden wir die fangen oder werden die wieder Selbstmord machen? Ein Attentat. Ganz entspannt, Ladies. Ja, super. Nein! Ja, super. Ich werde die nicht los. Autsch. Habe ich beide gefangen? Krass. Oh, die sind so heftig, ne? So, da haben wir ein Lager. Lass uns doch mal abchecken. Aha. Von wegen Perlfreunde. Das sind keine Perlfreunde. Die fangen selber Perls. Oh, der türkische Nieser. Sorry, Leute. Sorry for not sorry. Oder irgendwie sowas. So. Der Kollege pennt. So, in den Hintern noch ballern. So. Kämpfen die gegeneinander? Irgendwie, ja. Meinungsverschiedenheit. Na dann. Ach, Elefant, ja super, den brauche ich gar nicht. Den brauche ich nicht mal.
komisch. Irgendwie alles sehr seltsam. Aber gut. Ah. So. Ja, die haben auch keinen guten Kram dabei irgendwie, ne? Aber warum ist hier so eine Statue? Kann mir das einer erklären? Was ist das für eine Statue? Einer ist hungrig. Ich muss Essen holen. Ich muss definitiv Essen holen. Nein, das wollte ich gar nicht machen. Egal. Wir holen den trotzdem raus. Auch wenn wir den schon haben. Sollen wir die beiden da noch holen? Ist hier noch einer? Die Musik hört nicht auf. Na super. Den würde ich schon ganz gerne noch mitnehmen. Immer her damit. Na super. Das war wieder einer zu viel. Und da oben die Statue wollte ich eigentlich holen. So, komm jetzt einfach ins Team. Mach mir keine Faxen und komm einfach in meine Crew. Gibt's doch nicht. Ey, ich werfe schon gelbe Sphären, aber irgendwie wollen die nicht in mein Team. Geht doch. Okay. Wir sollten mal ganz kurz in die Base, weil wir haben nichts zu essen dabei. Außer jetzt noch die paar Pilze. Wir sollten echt zurück. Warte mal, die Fackel. Warte mal. Pistole habe ich gar nicht ausgewählt. Gut, jetzt aber. Dann können wir nochmal ein paar Sphären mitnehmen. Der ist am Pennen. Egal, den lassen wir jetzt. Auch wenn ich den brauche. Wir werden eh noch genug von denen finden. Da hinten ist eine Schnellreise. Sehr gut. Da hinten aber auch. Das heißt, da müssen wir eigentlich auch noch hin. Und da sind B-Guards. Ich versuche mal mein Glück kurz. Oh. Ja. Tschüss. Nichts passiert. Ist nichts geschehen. Und da wäre eigentlich schon der nächste Turm, ne? Vielleicht könnten wir da sogar hin. Wer weiß. Die finde ich ganz geil, ne? Soll ich den fangen? So. Nix da. Autsch. Au. Was war das denn gerade? Okay. Nice. So, jetzt erstmal zurück. Erstmal. Wer bist du? Ich glaube, dich habe ich schon, aber ich brauche natürlich ein paar mehr. Oh, jetzt greifen die auch noch an. Hopp. Wir dürfen ihn jetzt nicht killen. Oh, oh, oh. Ich muss kurz runter von meinem Nightwing. So. Das war ein bisschen zu hart. Wir können auch direkt den noch holen, wenn er hier rumliegt. Man kommt manchmal echt nicht weiter, ne? Immer am Sammeln irgendwie. Das gibt's doch nicht. Komm ins Team. Ja. Da benutzt man schon gelbe Sphären, aber... Naja. Ich muss mich unbedingt aufbessern. Noch einer. Ah.
Nix da. Brauchen wir Pistolenmuni. Ach, das gibt's auch nicht. Bleibt ja mal stehen jetzt. So. Ach, sehr schön. Na gut, haben wir jetzt noch ein paar Perls gefangen. Hab sogar ein Level up. Die brauche ich eigentlich auch. So, komm, die nehmen wir noch mit, die beiden, und dann adios, amigos. Geht doch. Gut. Nein, das wollte ich gar nicht machen. So. Wir gehen aber erstmal in unsere erste Base. Da waren wir schon sehr lange nicht. Sehr, sehr lange waren wir da nicht. Die freuen sich, dass ich wieder zurück bin. Wir schauen erstmal ganz kurz. Wie sieht es hier hinten eigentlich mit Holz und so aus? Irgendwie machen die ja kaum was. Ich habe hier doch auch Schafe. Warum kriege ich hier keinen Stoff mehr? Kann mir das einer verraten? Machen irgendwie gefühlt gar nichts. Naja, egal. Ich wollte eigentlich hauptsächlich erstmal hier hin. Sehr schön. Uns können wir einmal verbessern. Perls. Wir haben ein paar Seelen hier. Ja, machen wir mal den hier. Warum nicht? Ach, müssen wir alles einzeln machen, ne? So, warum nicht? Okay. Hatte ich hier nicht eigentlich auch irgendwas produziert? Die machen aber hier... Oh, warte mal. Das nehme ich auch gerne mit. Heile, na immerhin. 10 Zement. Oh. Der Sattel ist immer noch... Der ist bis heute nicht fertig. Dann sollte ich mal rangehen und dran arbeiten. Eier, Milch. Na komm. Heiße Milch. Gut. Hier kann ich jetzt eigentlich auch ein paar mehr Perls einsetzen, weil wir auch schon ein bisschen weitergemacht haben hier. So, ich habe gar kein Schaf mehr hier. Oh. Na dann, wir brauchen nämlich ein bisschen Stoff. Geben die eigentlich auch Fell? Weiß gar nicht. Der mit dem Schnurrbart. Wir testen einfach mal. Geben die Fell? Keine Ahnung. Wallpacker. Ich denke mal schon, oder? Aber wir machen Schaf. So. Gut. Muss ich gar nicht mal schlafen gehen, sind wir hier fertig. Dann gucken wir mal. Der Sattel. Windtail-Sattel, was war das nochmal? Ach so, für die Katze, ja super. Nice, nice, nice. Können wir noch irgendwie andere Sachen lernen? Für andere Perls. Wir haben hier noch sehr viele Punkte frei. Der ist eigentlich auch ganz cool. Aber ich kann jetzt nicht mit jedem Paar rumlaufen. Eigentlich der zum Fliegen. Pinkpacker. Was sind das hier? Den reiten. Mhm. Mhm. Ja, das ist die goldene Frage. Was lohnt sich jetzt am besten? Ja, ja, ja. Der ist geil. Ups. Das ist ja den, den wir vorhin gefangen haben. Ist aber auch ziemlich cool. Oh, der braucht hochwertige Barren. Ja, super. Sollen wir uns vielleicht auch schon mal lernen. Beides. Eine Giftgranate, warum nicht? Hochwertige Metallrüstung. Ja, das lernen wir auch mal. Und dann sind wir schon wieder pleite. Ja. Das ging schnell. Multisphärenwerfer. Her damit. Klingt heiß. Gut. Ich hoffe, dass sie mal hier irgendwann weitermachen mit dem Zement. Das nehmen wir mal mit.
Sphären. Aber warte mal. Stichwort Sphären. Wir können ja wenigstens ein paar Sphären hier machen lassen. Das Lager muss ich auch irgendwie mal ausbauen hier, ne? So. Alles klar. Gut, gut, gut. Dann zischen wir mal ab. Nein. So. Und in die Base. Und hier muss ich auch ausbauen. Wir müssen so viel machen. Die sind wieder alle eingefroren. Cool. Sehr cool. Ich überlege gerade. Ich bin gerade am Überlegen. Essen auf jeden Fall müssen wir. Ja, ja, genau. Jetzt weiß ich wieder. Hatte ich nicht Beeren reingeschmissen? Müssen nicht mittlerweile ganz viele Beeren in der Produktion sein? Ah ja, sehr gut. Genau das, was ich gerade brauche. So, die mampfen wir jetzt einfach. Passt schon. Dann haben wir noch ein paar Brote. Nehmen wir mal trotzdem mit. Ah ja, bababam. Okay. Dann sollten wir auf jeden Fall nochmal ein paar Sphären mitnehmen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, sammeln machen die irgendwie nicht. Das muss ich irgendwie mal selber machen, ne? Ich habe keine Ahnung, warum die es nicht selber machen. Wenigstens funktioniert das hier mit den Steinen. So. Und mit dem Holz. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Wie viel könnten wir denn maximal machen? So. Nee, 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 nee. Aber wir machen vielleicht mal ein bisschen Holzkohle. Ich denke, das werden wir bestimmt irgendwann mal brauchen. Dann haben wir wenigstens schon mal was. Ich weiß ja nicht wie viel, aber Hauptsache Produktion ist an. So. Sehr schön. Sehr schön. Was ist das hier eigentlich? Armbrust. Armbrust, hitzeresistente Fellrüstung, Bauplan 1. Nee, nee. Ah, das könnte man vielleicht machen. Eier. Sehr viele Eier, ne? Ups. Haben wir denn irgendwann ein richtig seltenes? Ich glaube nicht. Es sieht nicht danach aus. Hauen wir das mal rein. Und davon brauche ich auch auf jeden Fall auch mehr. Also wir müssen die Base auf jeden Fall irgendwie noch größer bauen, noch mehr ausbauen. Na ah, super. Tolles Perl. Oder so. Sehr toll. Nee, das wollte ich gar nicht machen. Okay, Sphären. Sphären und Munition. Und dann hauen wir oben nochmal vielleicht... Ja, jetzt habe ich nicht genug Böden, also nicht genug Metall. Wie sieht's hier aus? Aha, Polymerplatten schon mal. Ich mir schon mal ein paar Stibitzen. Pistolenmunition. Ja, ich glaube, Metall brauche ich lieber für die Munition, oder? Oder machen wir mal so ein paar Granaten? Nee, wir machen jetzt noch Pistolenmuni. Wir haben die auch nicht wirklich dran gearbeitet, ne? Ah, damit könnte ich erstmal noch ein bisschen auskommen mit den Sphären. Ich muss echt mal ohne Aufnahme richtig loslegen, ne? Hier war auch schon komplett. Reparatur, dann brauchen wir auf jeden Fall... Wir brauchen noch einiges, ne? Aber ich habe jetzt kein Metall. Läuft bei mir. Auf jeden Fall. Paar Ausrüstungsbank. Brauchen wir ja auch wieder. In der Base haben wir nämlich gar keine. Machen wir mal eben fix. Und dann können wir vielleicht irgendwie... Ja, wir haben kein Metall. Jetzt hätten wir direkt mal so einen Sattel oder irgendwas machen können. Hm. Ich würde ganz gern den hier haben. Aber da brauche ich auch Elektrodrüsen. Oh.
Nee. Gut, muss ich erstmal so auskommen. Oder was braucht der hier nochmal? Ja, 15 Barren. Aber fliegt der besser? Ich meine, ich habe jetzt noch mein Nightwing. Ich bin erstmal mit dem zufrieden, soweit. Ups. Ich wollte eigentlich einmal. So. Also, wir haben Essen. Wir haben eigentlich alles dabei. Ach ja, genau, ein Polymer wollte ich noch einmal einlagern. Ah, dann brauche ich jetzt eigentlich gar nicht so einen großen Eingang, ne? Oder? Hier kann ich auf jeden Fall eigentlich zumachen. Aber warte mal. Digi? Habe ich nicht mehrere Digis? Wo sind die denn alle? Einen Augenblick mal. Ich habe nur einen. Tauschen wir mal einen hier aus. Warte mal, Forstmeister. So. Ist das besser, wenn wir zwei haben? Schade, dass wir nicht sagen können, ey, geh mal auf Erze oder so, ne? Geben einen Schaf. Der hier ist ja eventuell ein bisschen unnötig. Bewässern. Okay, zwei, die bewässern. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Wir lassen das erstmal so. Vielleicht geht er jetzt draußen. Ihr wisst schon. Okay, aber Ausrüstung reparieren brauche ich jetzt nichts unbedingt. Polymer einmal einlagern und dann können wir weitermachen. So. Hochwertigen Stoff haben wir, normalen Stoff haben wir. Perfekt. Aber wie gesagt, kümmern wir uns bald drum. Ja, der macht irgendwie, ja. Macht einen super Job. Der macht das alleine da, ne? Jetzt tauschen wir den auch nochmal gegen einen von denen hier aus. So. Geht der jetzt da sammeln, weil da voll ist? Ich hoffe es. Ich will mal ganz kurz beobachten, was er macht. Aha. Aber was ich dann trotzdem brauche. Warte mal, der macht Feuer. Der hier ja auch. Sollte ich dann den hier austauschen lieber mit einem. Warte mal, wer ist, Feuer 1, der Feuer 2, okay. Ein Perl, was vielleicht ein bisschen schleppt. Die Guard, die macht irgendwie alles, ne? D-Guard kann alles. Alles klar. Wird schon passen. So, weiter geht die Reise. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal das Gebiet noch, dass wir das alles so fertig haben und dann können wir in den Norden gehen. Auf ganz entspannt. Dann können wir entspannt weitermachen. Okay. Ja, da habe ich direkt meine Kollegen. Und die greifen mich nicht an. Perfekt. Und den da oben brauchen wir eigentlich auch. Au. Oder soll ich mir den zum Reiten holen? Das ist irgendwie cool, ne? Irgendwie hat er was. Der gefällt mir irgendwie. Aber am liebsten, ganz ehrlich, hätte ich Anubis. Anubis ist schon geil. Anubis ist schon ein Prachtstück. Alles klar. Gibt es hier noch irgendwie etwas? Schon wieder so eine. Nicht so nah ran, bitte. Ah. Gut. Das war nicht geplant. Ja.
Bleib drin. Sehr gut. Ich dachte schon, ich muss die rote werfen. Alles klar. Elizabeth haben wir jetzt zweimal. Wollen wir da hoch? Warte mal. Zweimal Shadow the Hedgehog. Die brauche ich auch noch. Ja. Bleib nebeneinander. So. Ja, damit. Gibt's auch nicht. Verspotten mich wieder. Die verspotten mich wieder, Leute. Ja, sehr gut. Nice, haben wir auch schon mal 4 von denen. Oh, ich komme nie weiter, ne? Ich brauche so viele Perls. Das ist unglaublich. Aber das gehört halt dazu. Will man die Gegend erkunden, aber darum geht's ja, ne? Perls versklaven. Kriegt er noch einen? Ja, sehr gut. Einen hält er noch aus. Sehr schön. Dann sind wir mit der sogar fast fertig. Aber hat Matsch nicht noch irgendwie ein Level? Okay. Aber ist auch nicht mehr lange. Da sind wir schon fast Level 39. Dann müssen wir noch irgendwie die Perls weiter aufleveln. Das heißt, ganz viele Perls vielleicht einfach fertig machen. Kaputt machen. Damit wir dann schnellstmöglich auf einem höheren Level sind und dann Anubis fangen können. Ich will Anubis im Team. Und dann müsste ich echt mal schauen, dass ich mein Team so ein bisschen umgestalte. Weil mittlerweile haben wir schon einige Perls. Aber ich will auch, dass die vom Level her wenigstens im akzeptablen Bereich sind, ne? Da oben ist nur ein Ei. Gehen wir nochmal in die Richtung, ansonsten hier lang und dann sind wir sonst offen für den Norden. Und da ist eine Statue, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Da sehe ich jetzt aber nichts. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Ja, ein Ei, gut. Gut, so ist es nun mal. Ein Ei übersehen. So, einmal kurz Pause. Was ist, wenn man auf so einem Berg hier oben seine Perlbox hinstellt? Du warst ja ein bisschen dumm, ne? Ja, eigentlich ist das nicht weit, ne? Das ist eigentlich echt nicht weit, der Turm. Und der da hinten auch nicht. Und der da, ja gut, ein bisschen weiter weg, aber auch nicht so weit. Und da hinten wäre auch was. Aha, das habe ich übersehen. Von hier haben wir eine gute Aussicht. Ich glaube, da hinten ist gar nichts, ne? Oder? Warte mal, wenn ich jetzt genau dahin schaue. Doch, da ist was. Da oben eine Base wäre auch ganz cool. Oder? Ich hoffe, vom Platz her lohnt sich das halt nicht. Naja. Da ist auch wieder so eine Burg. Beziehungsweise Mauern. Ach, na verdammt. Eine Statue, aber jetzt würde ich es nicht mehr schaffen. Würde ich nicht mehr hinkriegen. Nee, warte mal, da hinten waren wir, oder? Ah. Vielleicht lieber da hinten hin. Nein. Verdammt. Shadow the Hedgehog, grüß dich. Oh, na, ja, das war ein bisschen zu viel. Das war leider ein bisschen zu viel des Guten. Ja. Ist nichts passiert.
Hier war niemand. Warum fliegen die immer so? Ah, nix da. Nicht mit mir. Au. Touché, mein Freund. Touché. So. Ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.